hierum soll es heute gehen. Das Survival Bushcraft Beil. Ja, das Beil haben wir dem Markus zugeschickt. Und nähere Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genau, heute soll es für mich darum gehen, das Beil mal richtig ranzunehmen, alles zu testen. Genau, ich blende euch also ab jetzt die Tests ein, dazu ein bisschen Musik. Über viel Gerede soll es mir nicht gehen, sondern ich möchte einfach nur zeigen, was das Teil kann, was das Teil aushält und was man damit machen kann. Los geht's! Verbesserungsvorschläge. Ja, es ist für mich, der ja, jetzt bald sein erstes Messer anfertigt,
ist es schwierig, da was zu sagen, denn ich habe mir sagen lassen, wie schwer das ist. Ich kann es mir auch vorstellen, wie schwer es ist, sowas zu bauen, zu machen und eben die Kompromisse zu finden. Wie kann man noch die Schärfe des Messers mit einbringen, gleichzeitig aber die Wirkung einer Axt nicht verlieren. Also ich finde, dafür hat der Mike ein super Ergebnis geliefert, wenn man bedenkt, dass daraus auch die Buschsanitermiete, also aus demselben Stück Stahl, gefertigt wurde. Also hier oben auf der Stahlscheibe lag quasi das Beil und unten drunter hat so gerade noch die Buschsanitermiete gepasst, weswegen die auch 6 mm stark ist. Also das ist der echte Grund, warum sie 6 mm stark ist, weil es eben noch genau darunter gepasst hat. Also Termite und dieses Beil zusammen, meiner Meinung nach, ich durfte die Termite ja auch schon mal testen, genial. Also die Termite trotz 6 mm mit dem Flachschliff so ausgeschliffen, dass sie selbst die feinsten Arbeiten ermöglicht und hiermit eben das grobe Pendant dazu. Eigentlich ein Dreamteam. Also wenn man die beiden besitzt oder besitzen darf, denke ich mal, stellt einen der Alltag draußen nicht mehr vor irgendwelche Herausforderungen. Also damit kann man alles bewältigen. Genau, Problem hierbei ist halt, ist ja logisch, die Handhabung jetzt, wenn man fein versucht, in der Schnitztechnik vorne, wenn man da versucht Kraft auszuüben, also man hat halt keinen Griff mehr vorne. Also der Griff hört ja hier auf, das heißt man hat, kann nicht mehr wirklich so viel Kraft übertragen, als wenn ich jetzt hier einen vollen Griff habe. Das ist halt hier deutlich schwieriger. Ich kann halt hier nur noch auf den Stahl drücken und das bringt einen halt zum Beispiel hier durch die Kante. Irgendwann stellt einen das vor unlösbare Aufgaben. Also irgendwann kann man einfach nicht mehr Druck ausüben. Da muss man dann das Ganze eben nochmal auf den Baumstumpf stellen, hinten greifen und eben das Ganze abhacken oder zuhacken. Stellt aber auch das Beil vor keine Probleme. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein an Kritikpunkten. Also kommen wir zum Fazit. Ja, Freunde. Jetzt kommen wir zum Fazit zum Beil und ich konnte jetzt eine ganze Weile testen, irgendwie 2 Wochen circa, hab's dabei nicht geschont, es war die ganze Zeit eigentlich im Einsatz, ob es jetzt in der Küche war, zum Sachen schneiden oder hier draußen im Outdoor-Test, ich habe damit gehackt, geschnitten, betont, also dafür sieht das Beil noch super aus, ich habe es natürlich nachgeschärft und wieder sauber gemacht, damit sich der Nächste auch darüber freut, an dem das Beil danach geht. Ich denke mal, das Pass-Around ist bei mir nicht zu Ende, sondern wird noch weitergehen über die eine oder andere Adresse. Ja, und jetzt möchte ich einfach nur meinen Eindruck von dem Ganzen schildern. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, dass es mich super gefreut hat, Markus, dass ich das Beil testen durfte. Also vielen Dank an dich, dass du mir das Ganze hast zukommen lassen, dass ich das Ganze testen durfte, für das Vertrauen von dir. Also hat mich richtig gefreut, damit zu arbeiten. Ist ein tolles Werkzeug. Verbesserungsvorschläge habe ich ja schon genannt. Aber es ist eben immer das Problem, man versucht ein Werkzeug herzustellen, was 2 Sachen ersetzt. Also was sowohl Messer und auch Beil voll ersetzen kann. Also ich bin der Meinung, dass es fast unmöglich ist. Sonst gäbe es die 2 Werkzeuge eben nicht. Also ein Beil herzustellen, was ein Messer komplett ersetzt in den feinsten Arbeiten, ist fast unmöglich. Und ein Messer, was ein Beil ersetzt, da kann es noch so groß sein, ist es ballig angeschliffen, hat es vielleicht die Wirkung von einer Axt irgendwann, aber ist dann auch nicht mehr so schnitthaltig wie ein Messer. Man kann die Feinarbeiten nicht mehr machen. Also dafür, finde ich, hat der Mike einen super Kompromiss gefunden mit diesem Beil. Also ein kleines Beil für Outdoor, Camping, Bushcraft. Man kann sehr viel damit machen, ob es den Feuerstahl anreißen ist oder eben schnitzen oder damit kann man alles machen, was so anfällt hier draußen. Man muss natürlich ein paar Kompromisse eingehen, aber durch den verwendeten Stahl und den balligen Anschliff ist es eigentlich kein Problem.